Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Doppelstabmattenzaun biegen und somit auch 45 Grad, 90 Grad Winkel und natürlich auch Rundungen richtig herstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Oftmals kann ein Eckpfosten einfach nicht an die richtige Stelle gestellt werden oder wir möchten zum Beispiel einen Pool umranden und da ist das Biegen mit so einem Zaun wirklich eine tolle Sache. Zuerst einmal sollten wir unseren Doppelstabmattenzaun auf eine Unterlage legen oder wie bei mir hier auf das alte Gras, damit natürlich dieser nicht zerkratzen kann. Und dann geht es mal darum, dass wir an der Stelle, wo wir das Ganze biegen möchten, relativ mittig einen Abstand von 2 cm uns anzeichnen. Denn dieses Mittelstück hier, das werden wir anschließend herausschneiden. Und falls du aber nicht um 90 Grad, sondern zum Beispiel nur um 45 Grad biegen möchtest, dann könnte hier auch ein Abstand von 1 cm ausreichen. Das machen wir jetzt mal über den ganzen Zaun. Jetzt erstmal festes Schuhwerk, eine Schutzbrille und Gehörschutz aufsetzen und dann können wir auch schon mit unserem Winkelschleifer einmal hier dieses Mittelstück entfernen und darauf bitte achten, dass wir den dahinterliegenden Stab nicht beschädigen. Bevor ich es vergesse, mein Gras ist natürlich relativ feucht, zwecks Brandschutz ist da also keine Gefahr und ich entgrate jetzt relativ gerne immer noch meine Schnittstellen, damit man sich da natürlich später auch nicht verletzen kann. Um die Schnittstellen noch richtig zu versiegeln und vor Rost zu schützen, habe ich hier noch spezielles Farbspray in der richtigen Farbe, was natürlich auch mit Rostschutz ist. Wenn unsere Farbe nach ein paar Minuten angetrocknet ist, können wir auch schon mit der Biegung beginnen. Und hierfür stelle ich mich am besten mal auf eine Seite von dem Zaun drauf. Da kann man übrigens gerne auch eine zweite Person hinzuholen. Und dann geht es darum, dass ich mal den Zaun dementsprechend Stück für Stück jetzt in die richtige Richtung nach oben biege. Zum Schluss unseren gewünschten Winkel mal ein paar Stellen überprüfen und somit haben wir dann auch einen Doppelstabmattenzaun schon richtig gebogen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Doppelstabmattenzaun, eine Feile oder natürlich auch so ein spezielles Farbspray zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.